Sie ist widersprüchlich, multikulturell, spannend und sie ist meine Stadt, die sich verändert und immer wieder neu erfindet. Altes trifft auf Neues, gewisse Sachen verschwinden und andere tauchen auf. Mein Name ist Helmi Sick. Ich esse gern. Heute bin ich auf der Suche nach einem alten, kontroversen Gericht, das sogar unsere erfahrene Filmcrew gefordert hat. Alpenglocken oder wie man früher auch gesagt hat, spanische Nierli oder ganz profan, Stierenhoden. Auch wenn die fast von der Speiskarte verschwunden sind, habe ich mich quer durch die Stadt Zürich auf die Suche gemacht und bin dann an der Peripherie fündig geworden. Gestartet bin ich aber beim Zentral. Dort habe ich den Food Scout Dominik Flammer getroffen. Er hat schon die erste Überraschung für mich parat gehabt. Was hast du denn gekauft? Auflette. Solltest du das Zürcher besser kennen als ich? Können wir mal probieren? Ja, sicher, selbstverständlich. Hä? Ja, schön. Obladen, sagen wir hier. Obladen? Zimmer? Bildgebäck sind das. Hat es im ganzen deutschsprachigen Raum, vor allem in der Fastenzeit, gegeben. Und der Schurter ist der letzte, glaube ich, der die macht. Ah ja. Tierkel kennst du auch, oder? Ja, Tierkel kennen natürlich schon gut. Und das ist unter der gleichen Zeit wie Tierkel. Tierkel sind ja Bildgebäck, die haben das auch die... Die Symbole oben drauf und Tierli und Fischli. Und, du kannst Pfarrer spielen. Mit Zimt. Ganz fein. Im alten Zürich, aus dem alten Zürich. Die Leute sind früher aufgestellt. Man hat ein halbes Jahr gestohlen, bis man es gegessen hat. Die kannst du aber lang behalten. Dann wird einfach noch ein paar Karten mit der Zeit. Vieles hat sich in dieser Stadt verändert, aber etwas ist geblieben. Das Essen. Oder wie man heute sagt, der Food. Viele Gerichte sind auch gastronomische Zeitreisen. Und was gibt es auf unserem Weg zu diesen berüchtigten Glocken auch sonst noch zu entdecken? Du hast ja gesagt, Neumärkt ist ja etwas Spezielles. Also schauen wir da mal an, was es ja, da gibt. Er macht einfach, er hat so ein bisschen eine lokale, regionale Karte. Hausgemachte Hackbraten, oder? Ja. Er macht gehacktes Rindfleisch mit Hörnli. Auch ein Klassiker, wie der Felchenfilet aus der Schweiz. Walliser Aprikosenkompott. Ich finde es einfach grossartig. Also das ist jetzt so, aber ist es nicht auch im Trend, dass man jetzt sagt, ja, eben, man nimmt Toggenburger Sau, man nimmt Muttertaler Speckwurst, man nimmt... Selbstverständlich, ist auch ein bisschen Marketing. Ich habe einfach Freude, wenn ich weiss, woher das Tier kommt. Ja gut, okay. Ich mache schon einen emotionalen Bezug dazu. Ja, klar. Ah, Schweiz, Muttertal, das ist für mich so heile Schweiz, oder? Ja klar, aber weißt, ich meine, wenn ich einen Schinken aus dem Muttertal habe, dann ist das einer, wo... Ja, wenn ich das Muttertal fahre, sehe ich Sauen auf der Wiese draussen. Fahren wir auf Palm runter. Machen wir 200 km rund um Palm und schauen, ob irgendwo eine Sau auf der Wiese siehst. Auf dem Weg zu einer anderen Legende im Niederdorf, dem Schwarzenbach, kommt mir in den Sinn, wo ich schon in meinen jungen Jahren spanische Nierli gegessen habe, im blutigen Daumen. Da hast du jetzt früher das Zeug bekommen? Hast du es bekommen? Sie haben heute schon noch spanische Nierli, aber... Sie haben heute schon noch so Zürich-Schnetzle, ja, ins Dorf, so Grand Ambleu, ja. Kalbsleberli. Aber so ein Edler. Leberli ist das, was die Leute noch essen. Ja, Leberli, ja, Kalbsleber. Aber früher hast du Schweinsleber gehabt, oder Rindsleber, ja. Oder? Ja. Oder Lammleber, aber ganz sicher. Und sicher mit Dings, mit Nierli drin. Und schon wieder überrascht mich der Dominik. Ja. Das ist die alte Zürcher Post, die sie dir sind. Der Schwarzenbach. Ah ja. Das ist die erste Poststation, die älteste Poststation, die es noch gibt in der Stadt Zürich. Hat er das Haus kaufen und hat sich dort eingenistet. Seit über 100 Jahren duftet es und schmeckt es quer durchs ganze Niederdorf. Als ich vor 35 Jahren das erste Mal in den Laden reingekommen bin, habe ich aber noch so Gewürztee gekauft. Weißt du, so Bananentee und Öpfeltee. Da gibt es heute alles nicht mehr. Aber der Duft ist immer noch der gleiche wie bei Kaffeerösterei. Ja. Und dann auf Dörrfrüchte. Das ist aber total spannend. Du hast noch Früchte aus der ganzen Welt. Da hast du noch hast du noch Schweizer Beeren, Oberländer Äpfel, Schweizer Zwetschgen. Das ist so einfach eine Mischung von allem. Da siehst du jetzt, das war Fleischhalle früher, oder? Der Gemüsebrücke. Und die ist so Mitte 19. Jahrhundert gebaut worden. Und alle Metzger vom Niederdorf hier rein müssen.
wo man früher geschlachtet hat, sitzt heute unser Freund und Helfer. Die haben alle Kutzeln ausgeliefert, die haben Nierli ausgeliefert, die haben Schweinfüße ausgeliefert und haben nachher damit gekocht. Die Fleischhalle ist hier noch drin. Der Dominik weiss, von was er redet. Schließlich hat er ein Buch über Zürcher Essenstraditionen geschrieben. Da hast du die Fleischhalle noch und den Gemüsemarkt, oder? Der Gemüsemarkt war früher an der Bahnhofstrasse. In den 19. Jahrhundert mussten sie von der Bahnhofstrasse hier rüber, weil die Bahnhofstrasse war noch nicht hier. Und die Fleischhalle ist halt wirklich, hat auf die ganze Beize beliefert. Und alle Beizer und Dome haben vor allem in der Reihe serviert. Und dann hat uns zum ersten Mal der Hunger gepackt. Kurz vor dem Ziel. Zum Glück haben wir eine Abkürzung nehmen. Endlich sind wir im Fischers Fritz gelandet. Die Beiz beim Campingplatz Wollishofen ist mit seinem Shabby Chic ein Laden für Hip- und Hobby-Leute, ein beliebtes Plätzchen mit seinem ganz eigenen Groove. Wenn man gerade von Hoden redet, oder? Da haben die Männer extrem Mühe mit dem Begriff. Und wenn man dann sagt, man isst das, oder? Warum? Ja, es tut einfach im Schritt gerade weh. Es ist halt irgendwie gerade, das läuft im Grind ab, oder? Weißt du, an den Hüften besser, oder? Also ich meine, ja, tut es mir in den Hüften weh, wenn ich Rindshuft esse. Wenn von der Stierenhöhe dreht ist, dann juckt es halt gerade im Schritt. Ist irgendwie einfach, dann läuft im Grind ab schlussendlich. Super, wunderbar. Jetzt erzählst du den Leuten, das ist ein bisschen festes Brät. Mhm. Oder? Ja. Die Leute essen Würst. Ganz viele Leute essen Würst. Ich habe keine Ahnung, was drin hat. Keine Ahnung, wie ich gearbeitet wurde. Für Würst wird heute gute Ware verwendet. Also die Mehr, dass man total schlechte Teile vom Tier nimmt. Man nimmt auch viel zu edle Teile teilweise für Würst. Du kannst ganz gut kannst du auf verschiedenen Reihen nehmen. Probieren wir es doch mal. Klar. Ist wirklich, schmeckt schon sehr fein. Wunderbar. Mit Rosmarin gemacht, Thymian. Schmeckt gut. Zarter wie Kalbfleisch. Ja. Zarter wie Kalbfleisch. Gut. Hey. Jetzt haben wir nicht nur Rosé bekommen heute. Woher kommen jetzt die Muttertal. Genau. Die armen Stiere im Muttertal. Aber jetzt alle ohne Eier rum. Aber wenn du das geschmacklich nennst, hat es doch etwas zwischen den Lebern und Nieren auch. Ja. Die Konsistenz, hat einen ganz leichten Nierli-Geschmack. Ja. Ja. Ganz leicht. Ganz Nierli, ja, wie ein Nierli. Mm. Wie ein Nierli auch. Du musst es gut zubereiten. Den will ich jetzt nicht einfach nur so in einem weissen Sösel haben. Da ist noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Da braucht ja ein bisschen Kräuter. Aber das ist dasselbe mit der Leber. Gutes Kalbsleberli. Ein bisschen Salbei dran. Sofort ist das. Der blutige Geschmack ist ein bisschen weg. Und trotzdem ist es ein gutes Fleisch. Heute haben wir die Möglichkeit, so gut zu essen, wie die Menschheit noch nie können. Wir müssen es noch wollen. Und wenn wir es wollen, dann können wir wieder alte Sachen entdecken und können die verregeln. Als Verdauerli bringt uns der Florian Weber, Geschäftspartner von Michel Beklar, ein Besitzer von Fischers Fritz, einen wilden Champagner, einen sortenreinen, raren Apfelbrand vom Streuli, wo im Jahr ca. 30 Flaschen nur von einem einzigen Baum hergestellt werden. Sehr, sehr. Hey, Prost! Ja.